Und so fuhren wir wieder in ein bekanntes Gebiet. Bekannt für uns. Richard war das erste Mal mit dabei. Er wusste noch nicht, was auf ihn zukommen würde. Wir fuhren über Nacht nach Ischgl. Erschöpft von den Vorbereitungen, aber auch in großer Vorfreude auf die kommenden Tage. Als wir in Ischgl ankamen, machten wir uns sofort bereit für die Piste. Im Lift wurde mir etwas bewusst. Es wird nicht einfach werden, diese Urlaubsgeschichte zu erzählen. Aber eins wusste ich ganz genau. Ich wollte sie mit euch teilen. Platz, um uns einzufahren. Dabei prellte ich mir meinen linken Mittelfinger. Da es mir dadurch nicht möglich war, meinen linken Stock zu halten, machten wir eine kleine Pause. Wir aßen etwas in der Wiederalp. Danach ging es weiter. Für mich war es jedoch nur die Talabfahrt. Kurz darauf war Silvester. Gefeiert wurde in der Dorfschmiede mit Freunden und Bekannten. Wir alle freuten uns auf den Jahreswechsel. Zeit, die verging wie im Flug. Und plötzlich war es 2020. Später fuhren wir wieder auf den Berg. Meinem Finger ging es mittlerweile wieder besser, was bedeutete, dass ich endlich wieder Skifahren konnte. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take blame. Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. We'll be right back.
plötzlich war der Urlaub wieder zu Ende. Wir packten unsere Sachen und fuhren zurück in den öden Alltag.